Was steht heute an? Es wird, wie mit euch besprochen, wieder um die Buchbesprechung gehen. Das Kapitel heißt Skelett. Wir quatschen jetzt auf jeden Fall über das nächste Kapitel aus Michael Crichtons Jurassic Park. Mit dem Titel Skelett. Im letzten Kapitel haben wir ja so ein bisschen drüber gesprochen, was so die Unterschiede sind, die gravierenden Unterschiede zwischen den Charakterisierungen der einzelnen Figuren aus dem Buch und eben aus dem Film. Die Figuren im Film sind schon ein bisschen rustikaler irgendwie. Ellie ist ein Assi, die gerne Bier säuft. Und ansonsten haben wir auch so ein paar Einschübe gehabt, die wir in den Filmen auch nicht hatten, wie jetzt zum Beispiel Biosyn wurde erwähnt. Wir bekommen mit, dass Dr. Alan Grant in eine kleine Misere reingeraten ist. Denn Dr. Alan Grant soll nun, und dazu kommen wir im neuen Kapitel, die Überreste des Compsognathus untersuchen, den wir ja in den Kapiteln davor gefunden haben, beziehungsweise den Dr. Guiterus gefunden hat und eben ans Labor weiterschickte. Wir sind da stehen geblieben, dass Alan Grant einen Anruf bekommen hat, wo es dann eben darum ging, ja, die sollen halt das Tier mal identifizieren und wir glauben, es wäre ein Dinosaurier. Das war eben die Aussage. Und Grant glaubt da nicht dran, ne? Der geht dann genauso auf die gleiche Schiene wie auch Guiterus und sagt eben, ah, es ist kein Dinosaurier, das ist ein Basilisk. Er meint auch, es wäre ein Basilisk, das würde auch passen so von der Beschreibung, grüne Echse, von der Größe her passt das eben auch, es muss ein Basilisk sein. Ja, das hat Guiterus aber auch schon gesagt und es wurde jetzt eben festgestellt, das ist kein Basilisk. Ellie hört dann so ein bisschen mit, so von Weitem und bekommt dann eben auch mit, dass Alan so ein bisschen nervöser wird. Also der wird schon so ein bisschen harsch gegen diese Aussagen, weil er eben meint, ey, ich bin Dino-Experte, ich weiß, dass das kein Dinosaurier ist, zumal die eben auch schon seit über 65 Millionen Jahren ausgestorben sind. Das kann nicht sein. Daraufhin wartet Alan auf ein Fax. Das bekommt er dann auch und muss feststellen, ups, das Tier sieht wirklich aus wie ein Dinosaurier. Dann ruft er auch Ellie dann zu Hilfe und sagt, hier, guck mal drauf. Diese ganzen Bezeichnungen, die da eben stehen. Also es ist wohl in diesem Fax, ist kein Bild mit drauf, es scheinen Bezeichnungen zu sein, wie eben die Höhe der Knöchel und eben die Größe der Zehen und so ein Kram. Und Alan merkt dann eben, naja, die Beschreibung ist identisch mit der, die wir von den Ausgrabungen haben, von diesem Compsognathus. Also haben die hier anscheinend einen echten lebenden Compsognathus gefunden. Kurz danach klingelt das Telefon erneut. Und niemand anderes als John Hammond ist an der Leitung. Und hier wird er schon sehr, sehr anders charakterisiert als eben in den Filmen. Weil John Hammond im Film ist ja eher so ein ruhigerer Kerl gewesen, fand ich jetzt zumindest. Hier ist er sehr, sehr rasch unterwegs. Also er redet wohl sehr schnell, das wird hier beschrieben. Er ist sehr, sehr nervös, sehr peppig und auch irgendwie so... Also er zeigt wenig Empathie auf bestimmte Aussagen von Alan. Er ist eben sehr, sehr kalt. Und hier haben wir jetzt den nächsten Unterschied zu den Filmen. Im Film war es ja so, dass John Hammond Alan Grant und Ellie Sattler im Wohnmobil aufgesucht hat. Im Buch passiert das nicht. Im Buch war es eben der... Oh Gott, wer war das denn nochmal gewesen? Im Kapitel davor, das war der Umweltschutzminister oder so jemand, der die eben aufgesucht hat und hat dann eben nur ein paar Fragen gestellt. Okay, auch über John Hammond eben, sie werden ja von dem finanziert, was wissen sie über diesen Mann und bla bla. Und John Hammond plaudert jetzt am Telefon bei Alan einfach fast seinen kompletten Plan aus. Und ich habe mir halt auch gedacht, okay, das ist ein bisschen gewagt dafür, dass John Hammond wirklich alles geheim halten will. Erzählt er Alan sehr viel. Denn Alan Grant wird wirklich nur von John Hammond finanziert. Er weiß rein gar nichts über die Projekte von diesem Mann. Und so erzählt dann John, ja, sie wissen ja von diesem Biotop, was wir da aufbauen auf der Insel. Und Alan sagt, nein. Ja, wissen sie nicht, aber sie wissen, dass ich eine Insel gepachtet habe. Und Alan sagt wieder, nein. Keine Ahnung. Und da merkt man dann eben auch als Leser, okay, John Hammond denkt scheinbar, er hält sich wohl für berühmter, als er wirklich ist. Und das zeigt diese Stelle ganz cool, dass er einfach denkt, okay, jeder müsste das doch eigentlich wissen. Ich bin John Hammond, jeder weiß doch, was ich da gerade mache. Und Alan halt aber, wie er auch so ist eigentlich in den Filmen, nee, ist mir eigentlich alles scheißegal. Fand ich sehr cool. Ellie wird ein bisschen als ein kleines Dummchen beschrieben, die hinterfragt nahezu alles. Das hat mich beim Lesen sehr gestört. Ich hoffe, das bleibt nicht ihr Charakter. Während der nächsten Zeit dann auch, weil du liest bestimmte Sachen und sie hinterfragt es. Und Ellen bestätigt es dann nochmal. Und es kommt dann irgendwie so 3-4 Mal vor. Und du denkst dir dann, okay, gut, die hinterfragt einfach jetzt gerade alles. Ist auch eine seltsame Situation. Wir haben plötzlich Dinosaurier. Oder beziehungsweise haben wir die Theorie eines Dinosauriers. Und Alan und Ellie kommen dann sogar an den Schluss, dass sie eben sagen, sie halten es gar nicht mehr für unwahrscheinlich, dass das Dinosaurier sind, ein Compsognathus eben. Weil, dann wird eben beschrieben, dass es auch verschiedene Spezies gibt, die als ausgerottet galten und die irgendwann wiederentdeckt wurden.
Da wird dann auf Affen verwiesen, auf ganz viele verschiedene Tiere. Und Ellie lässt dann aber darauf hin, oder weist dann darauf hin, dass aber keines dieser Tiere über 65 Millionen Jahre alt ist. Und ja, da muss man eben auch akzeptieren, dass das schon ein bisschen seltsam ist. Und dann kommen halt irgendwie Alan und John Hammond so ins Gespräch über diese Insel und dann sagt dann John Hammond, ja, es ist halt ein schönes Biotop und das müsste eh noch von ein paar Leuten abgesegnet werden und vielleicht hätten sie ja auch Interesse dran und Alan sagt dann halt, nee, ich kann gerade nicht, weil wir haben hier scheinbar einen längst ausgestorbenen Dinosaurier entdeckt, also ein Compsognathus. Und John Hammond fängt dann plötzlich an, so die Stimme zu wechseln, wird daraufhin sehr viel ernster, weil er halt Schiss bekommt, dass es alles rauskommt. Und dann sagt er eben, naja, was haben sie gefunden? Und Alan daraufhin, ein Compsognathus. Ja, ich würde sie sehr gerne schnellstens auf die Insel einladen. Und plötzlich wird er dann so ein bisschen nervöser wieder und sagt dann eben, okay, Alan soll schneller auf die Insel kommen. Ian Malcolm wird auch nochmal ganz kurz erwähnt, dass auch Ian Malcolm aufgesucht wurde. Also sämtliche Menschen, die wir später im Helikopter sehen, bis auf den Anwalt, werden wohl von diesem Umweltschutzminister aufgesucht. Dem werden eben Fragen gestellt. Und hier wird auch ganz kurz mal angedeutet, dass es eventuell auch kein Umweltschutzminister gewesen ist. Mal gucken, ob sie darauf noch eingehen, ob das eventuell ein Spion gewesen ist, möglicherweise von Biosyn oder sowas. Bin ich mal gespannt. Es wird nur eben ganz kurz mal so angehaucht, okay, der ist eventuell jemand anderes. Naja, auf jeden Fall sagt Alan dann eben letztendlich zu und wir haben dann quasi das Ende, das wir am Ende von Jurassic Park 1 auch haben, nachdem John Hammond aber im Bungalow aufgetaucht ist, also in dem Truck, und Alan eingeladen hat und eben auch Ellie auf die Insel zu kommen. Und damit endet das Kapitel Skelett. Warum das Kapitel Skelett heißt, soll ich vielleicht auch ganz kurz darauf eingehen. Sie finden nämlich während dem Gespräch ein neues Velociraptoren-Skelett und dann erfahren wir ganz viele Infos über Dinosaurier, die ich jetzt hier nicht mehr unbedingt zusammenfassen kann, weil das wirklich sehr viel Info-Dropping da gewesen ist und ich weiß auch nicht, wie aktuell diese Erkenntnisse sind. Ich weiß, dass Michael Crichton versucht hat, sehr aktuell zu bleiben, was Fakten über Dinosaurier angeht. Ich weiß aber jetzt nicht, inwiefern diese aktuellen Sachen von damals eben heute noch aktuell sind. Ich weiß, es geht irgendwie darum, dass Grant meint, er würde gerne mehr Fleischfresser finden und dann wird erklärt, warum man weniger Fleischfresser findet. Und das liegt wohl daran, dass je mehr Pflanzenfresser du irgendwo entdeckst, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass du Fleischfresser entdeckst. Und dann wird das so in Relation gelegt, dass irgendwie, wie war das, 1000 Stegosaurier könnten 25 T-Rex für so und so eine lange Zeit satt machen und dann ist die Wahrscheinlichkeit aber sehr gering, dass da irgendwelche hier gefunden werden und so bla bla bla. Ich finde es sehr krass, wie extrem gut dem Buch dieser Spagat zwischen wissenschaftlichen Fakten, wie gesagt von damals, und aber diesem Storytelling auch gelingt. Mir bleibt da sehr wenig im Hirn hängen, wenn da irgendwas kommt von wegen Kreidezeit, Jurazeit, 5 Dinosaurierarten, der hat den gefressen und das. Das ist dann alles ein bisschen viel. Aber ich meine, im Endeffekt merkt man sich dann wahrscheinlich doch eher so die wichtigeren Sachen, die ja vielleicht später auch noch auftauchen. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier den großen Unterschied. John Hammond besucht Dr. Alan Grant nicht im Truck, sondern er ruft ihn einfach an. Und die beiden scheinen auch sehr vertraut zu sein. Also Alan, naja, interessiert sich halt gar nicht für John Hammond. Aber Hammond scheint Alan sehr viel anzuvertrauen. Gucken, was da noch bei rauskommt. Auf jeden Fall wissen wir jetzt wesentlich besser, warum genau Alan Grant auf die Insel eingeladen wurde. Zum einen eben aus der Erkenntnis, die wir aus dem Kapitel davor schon hatten, dass Alan Grant viele Entdeckungen gemacht hat oder beziehungsweise eine spezielle Entdeckung gemacht hat mit diesen Schnabeldinosauriern, dass die eben in Herden leben und deswegen ist er eben in der Paläontologie ganz berühmt geworden. Und zum anderen eben, weil sich jetzt die Regierung von Costa Rica und die Wissenschaftler von Costa Rica an Alan Grant wenden, um herauszufinden, was für eine Kreatur das ist, der Compsognathus. Deswegen ist er jetzt eben so zwischen den Fronten gelandet und wird jetzt, so schnell es geht, scheinbar auf die Isla Nubla gebracht. Ja, soweit sind wir jetzt erstmal und ich muss sagen, ich bin immer mehr drin in dem Buch jetzt, wo das auch wirklich zügiger vorangeht. Ich werde das jetzt wirklich regelmäßiger machen, ihr merkt es jetzt ja schon. Ich habe noch nie so schnell zwei Parts hintereinander gemacht, wie jetzt aktuell auf Twitch. Und ich finde es echt geil. Mir gefällt es.
wie das Buch geschrieben ist, wie diese Geschichte sich langsam entwickelt und auch von den Figuren her, dass es eben nicht so Strahlemänner sind. Ja, seien wir mal ganz ehrlich, in Jurassic Park war es auch schon so, dass die Guten und die Bösen, die hat man schon so mal ein bisschen voneinander abkapseln können. Ey, hier könnte ich mir einfach vorstellen, dass Dr. Alan Grant auf der Insel auf einmal sagt, ich klaue jetzt die Embryos. Ey, würde mich hier nicht wundern. Ja. Was sagt ihr dazu? Wir hatten das Kapitel jetzt auch schon gelesen, wir hatten das Buch gelesen. Was haltet ihr davon?